Hey, this is Steve Lukather, and you're listening to The Blog of Rock. Willkommen bei The Block of Rock, dem Podcast um Rockstars und ihren Geschichten. Ich bin Uwe Lerch und nehme euch Backstage und präsentiere euch die Stories hinter euren Legenden. Natürlich sprechen wir über die Musik, die uns alle verbindet, aber auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert? Wie haben sie ihre Marke erschaffen? Und welche Rockstar-Tipps haben sie für euch da draußen? Hallo Leute, alles toto bei euch? Ja? Dann können wir ja gleich zu einer neuen Reise starten. Wie schon in der letzten Folge mit Joseph Williams angekündigt, treffen wir diesmal Steve Lukather, von allen eigentlich nur Luke genannt. Der Mann ist eine absolute Legende an der Klampfe. Nicht nur bei seiner Hauptband Toto, sondern er war vor allem als Studiogitarrist für viele andere hochkarätige Artists aktiv. Ich habe mich im Hinblick auf mein Interview ausführlich mit seiner Biografie beschäftigt und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Wir kommen auf die mehrseitige Liste aus seinem Buch später noch zu sprechen. Seine wichtigste Band war und ist aber Toto. Eine Band, die über 40 Jahre eine komplette Achterbahnfahrt hingelegt hat. Ganz oben, aber auch ganz unten. Große Erfolge mit 6 Grammys in einer Nacht, aber auch schlimme Tragödien. Dazu unzählige Besetzungswechsel, Auflösungen und Wiedervereinigungen. Und vor allem jede Menge Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Seit über 10 Jahren lässt es Steve Lukather aber etwas ruhiger und vor allem trocken angehen. Und mit klarem Kopf entstehen auch immer wieder richtig gute Songs, wie er uns in diesen Tagen auf einem sehr erfrischenden Soloalbum namens I Found the Sun Again aufgezeigt hat. Da ich mir sicher war, dass es viel zu besprechen gab, bat ich über die deutsche Promoagentur Medialux wie auch über sein US-Management um eine längere Audienz beim Master Luke und bimmelte per Zoom digital durch. Überpünktlich erschien um 8:30 morgens seiner LA-Zeit ein aufgeweckter, besser aufgekratzter Steve Lukather. Die Haare noch leicht zerzaust und auf der Nase eine dicke Hornbrille, die seine Augen bei seinen zahlreichen Grimassen noch glubschiger erschienen ließen. Ich wollte ganz locker zum Einstand wissen, wie es gerade so läuft und bekam gleich mal die volle emotionale Breitseite eines hyperaktiven Rockstars ab, der seit einem halben Jahr daheim eingesperrt in seinem Haus rumsitzt. I'm doing great, man. I'm just sitting here at the house. I'm waiting for my jab. I have to wait till April to get the Johnson & Johnson one shot. I'm hoping to get the one shot, you know? I'm an old guy. I'm too old, too young. You know, 65 was the cutoff and I'm 63. Ich blickte auf einen Schreibtisch, im Hintergrund jede Menge gesammelte Bücher und CDs, die sich vermutlich in über 40 Jahren Muckerleben so angehäuft haben. Alles sah auch mehr nach einem kreativen Chaos aus von jemandem, der die letzten Monate viel daheim gearbeitet hat. Und unter anderem hat er ja auch ein neues Soloalbum produziert und so wollte ich wissen, wie dies einzuordnen ist. I have not, man. I've not been out of the house much in a year. Almost to the day. I mean, I recorded my album in February last year. We did the record in 8 days and I've been sitting on it and now it's out. People are reacting to it. You know, I'm really pleased with how people seem to like it. You know, it's not a Toto record. People have to understand it's not a Toto record. You know what I mean? There's elements of that sound in there because Joseph Williams and Dave Page are involved and me. So, I mean, right there, you can't help it. But, you know, there wasn't like, oh, we're doing a Toto album. So, no, I hired David Page to be my the awesome keyboard player that he is, with Jeff Babko. And so, you know, I put together a band that made me look good. This is really what I did. Musikalische Vorboten zu diesem Album waren 3 einfache, handgemachte Videos, die Steve Lukather unter anderem in privater und relaxter Atmosphäre auf seiner Terrasse und auch mit seiner Freundin zeigten. Wollte er damit seinen Fans in diesen Zeiten bewusst ein bisschen sein glückliches Privatleben öffnen? Let me tell you something about our funny little videos. Joseph Williams, my partner and brother and soul brother. We started just doing this for fun, you know, just with an iPhone in the backyard, you know, COVID rules, you know, we can't leave the house. I have an autistic son. He has a 3-month-old grandson. We can't mess around with this.
I can't get jabbed until, I can't get shot until April because I'm too young, too old. So me and my girlfriend stay in the house and I go, I hope I don't get this shit. And we see six people and we get tested every week. And it's, we made this music before the fallout of this vaccine or this virus. I mean, it's just been devastating to all of us as human beings, but music really does help you through it, man. I know I keep music on around the house because when music's off, then your brain starts thinking and you start going, uh-oh. Then Mr. the radio station K-Fuck gets tuned in and then you start eating yourself alive, I'm a musician. I want to play music. I want to be on the road. I want to be playing, Der erste dieser neuen Songs war Run to Me, in dessen Videoclip man zu Beginn auch den großen Ringo Starr am Schlagzeug sieht. Seit knapp 10 Jahren spielt Luke ja auch in dessen All-Star-Band, einer echten Supergroup mit wechselndem Personal, welches nur aus absoluten Legenden besteht, die jeweils ihre größten Hits singen. Wie kam es, dass der Schlagzeuger der Beatles auf dem Soloalbum des Toto-Gitarristen zu hören und auch zu sehen ist? That was written for his 80th birthday. All the guys in the All-Stars were going to submit some sort of a video or a gag because we couldn't hang out with them because of fucking COVID, And so we did it. And then Joseph Williams, David Page, and myself wrote the song and we presented it to him. He says, I asked him to play on it. He said he would. We filmed him and I filmed myself and Joseph filmed me in my backyard in the summertime last summer. Just us goofing around for his 80th birthday, and it came out so good. I put it, we wrote a Beatley kind of tune with a little Tom Petty nod and a little Jeff Lynne nod and all that stuff, because I love that music. That music is in my DNA. And so it, as much as the rest of the record is much more exploratory and me just getting off plan and writing and letting him jam in the studios like the early 70s, captured live without clicks and tricks and computer enhancements. It's like one performance, bam, like a tape recorder, guys, old school. Auf dem Album finden sich auch drei Coverversionen, besser gesagt drei Tribute-Songs wieder. Einer von Joe Walsh, einer von Traffic und für mich das Highlight ist Bridge of Sighs von Robin Trower. Ein sehr sphärischer Song, der schon im Original viele Anleihen aus der Trickkiste von Jimi Hendrix hatte. Luke, ebenfalls großer Hendrix-Bewunderer, nimmt uns in seiner Version auf eine über 8-minütige psychedelische Reise in die späten 60er. Yes, well, I love Robin Trower, man. He's one of my heroes. And he's also a really great guy. Ähnlich grell sind auch die musikalischen Farben des Titeltracks I Found the Sun Again, den Lucifer selbst als Pink Floyd meets Christopher Cross und Joni Mitchell on Acid beschreibt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich vermutet, dass er hier ein paar niederländische Kräuter oder gar Pilze als Inspiration vorab verinnerlicht hatte. I say a lot of silly shit. Yeah, that fits it. That actually fits it right, There's a little Def Leppard in there too, I mean, I love those guys, Def Leppard. Great band. Rick Allen was my neighbor for 10 years. Next door. Yeah. I mean, I love all those guys. Phil sang on my last two records. I mean, I'm a huge Def Leppard fan. 10 million miles of my life flying by in the clouds. I found
Schon beim ersten Durchhören ist klar, anders als bei seinem Bandkollegen Joseph Williams, klingt diese Platte weniger konzipiert, sondern spontan und nach live im Studio eingespielt. Sind die Songs auch so entstanden? I picked the three cover songs first, and then we took a trip up to Big Sur in California on vacation, and I was driving back going, holy shit, I gotta start a record in 3 weeks, I gotta write some music. So that's how it went down, man. I'm really one of those guys that works much better under pressure. I gotta do something. Okay, so we'll do it. I did it. Ich bohrte da noch etwas tiefer und wollte wissen, ob das Album ein kompletter Alleingang war, wie schon seine Solo-Vorgänger. No, I had help. I mean, it's a solo album, quote unquote. But it's not. It's a whole bunch of people in the room playing at the same time. So it's a band, really. You know, it's David Page, Jeff Babko on keyboards, Greg Bissonette on drums, Jürgen Carlson from Government Mule, and John Pierce on a couple tunes on bass, and then me and Joseph Williams did some background vocals for me and helped me produce the vocals and stuff like that. You know, it was just like everyone was hanging around like we were just like the old days. You know, if you watch my the little lyric video they did for Serpent Soul, which is my song, you can see everybody hanging out in the studio. That was the way it was, you know, like the old days. Like I want to take 1972 and bring it into 2020. Kommen wir nochmal auf die angesprochene Liste vom Anfang. Steve hat mit unzähligen Größen der Rockgeschichte zusammengearbeitet. Die Liste würde diesen Podcast sprengen. Unter anderem waren dabei 3/4 der Beatles mit Paul, George und Ringo. Dazu Michael Jackson, Elton John, Eric Clapton, Chicago, Joe Cocker, Richard Marx, Cheap Trick, aber auch Quincy Jones, Lionel Richie, Diana Ross oder Cher. Hat er nicht alles erreicht oder fehlt tatsächlich noch jemand auf seinem Zettel? Well, I mean, I paid tribute to some of these people on my record, man. I mean, Steve Winwood is somebody that I've always wanted to work with. You know, I'm huge, huge fan. And it was an homage. I paid an homage to him with the Low Spark of High Heel Boys. You know, so that was fun. So I hope he hears it someday. Maybe he'll call me. Maybe not. Maybe he'll go, hey, you ruined my song. I meant with respect, you know. It was done as an homage, man. We all were loving traffic at the moment, you know? Zeitgleich zu Steve Lukathers Album erschien ja auch Denison Tennant, das Soloalbum des Toto-Sängers Joseph Williams. Wer die Story dazu hören möchte, der sollte sich hier die letzte Episode von The Block of Rock anhören. Da spreche ich ja mit Joe. Und auch auf diesem Album hat Steve Lukather mitgespielt. Beide verbindet eine tiefe Freundschaft seit ihrer Jugend. He's the only physical human being allowed into my house. He gets tested every week with us. He's great. I love him. He's so massively talented, man. I'm so glad his album is so good. Guys, check out Joe's record, man. Man, he spent 4 months on his. I spent 8 days on mine. Mine was all live, and his was meticulously produced and put together. And the layers of harmonies and the production. I mean, it's a thesis in how to make a record. Really brilliant. I'm proud of my boy, my brother. Saw you coming, rolling up behind me in the pouring rain. I was wondering when you showed up.
zwei Soloalben von zwei außergewöhnlichen Musikern einer Band, die unterschiedlicher nicht sein konnten, aber beide auf ihre Weise die Essenzen des Toto-Sounds aufgreifen. Wie sollte man sie am besten genießen? Dazu hatte Steve auch gleich den richtigen Tipp parat. Put it on shuffle and take a shower. Um Steve Lukather und seinen Humor besser zu verstehen, kann ich euch nur empfehlen, sein autobiografisches Buch The Gospel According to Luke zu lesen. Besser noch, zu studieren. Selbst wenn ihr nicht so große Fans von der Musik von Toto seid, hier bekommt ihr all die Rock'n'Roll-Stories, von denen ihr immer geträumt habt. Das Buch gibt es nur auf Englisch, ist aber sehr gut geschrieben und leicht verständlich. Noch besser ist aber das Hörbuch dazu, welches Luke selbst eingesprochen und dort ein paar extra Passagen eingebaut hat. Das Epos ist über 10 Stunden lang, nehmt euch besser etwas Zeit dafür, es wird euch fesseln. Es gibt dies, wie auch andere Musikerbiografien, unter anderem bei Audible, wo ich es auch gehört habe. Ich packe euch mal ein paar Links in die Shownotes zu dieser Episode. Und wenn ihr es perfekt machen wollt, gönnt euch beides, denn im Hardcover-Buch findet sich am Ende eine mehrseitige Liste aller Alben, an denen er als Gitarrist beteiligt war. Darunter auch Platten wie Cheap Trick, Dream Police, Michael Bolton, Soul Provider, Richard Marx, Repeat Offender und natürlich Michael Jackson, Thriller. Aber er hat sogar auf einem Album von Udo Jürgens und P. Werner mitgespielt. Hat er da selbst noch den Überblick und vor allem hat er noch alle Belegexemplare daheim? Music storage, that's an interesting concept. Music storage. Yeah, I mean, we all have all kinds of music and I mean, our first album came out on 8-track, okay? So I've been around for a while. I've seen the technologies move forward and blow back and all that. Das lesenswerte Buch endet im Übrigen mit einem Wunsch, dass er sich eines Tages auf einen Enkel freut. Ich wollte dazu wissen, hat er sich denn schon mal Gedanken darüber gemacht, welches Album er ihm oder ihr eines Tages vorspielen möchte? Well, my oldest daughter's doing in vitro right now, so that could possibly happen, you know. I could have a grandson, that would be really cool. How would I play him? I think I'd play him Sgt. Pepper's. Because this is the greatest album ever made. That's my personal. Toto haben in ihrer langen Karriere sowie keine andere Band viele Songs über Frauen geschrieben. Es gab Rosanna, Pamela, Leah, Angela, Holy Anna, Melanie, Anna, Carmen, Lorraine und Manuela. Aber jetzt scheint es, dass das neue Album einer einzigen Frau gewidmet wurde, durch die Luke die Sonne in seinem Leben wiedergefunden hat. Amber, yeah, my girl. She's the one. She's the one who let me see the sun again. You know, I was single for 11 years, man. Found somebody to take care of me and nurture me. And she's a master chef. She's an amazing cook. And she takes care of me, man. You know, Die eben beschriebene Amber ist übrigens Amber Thayer, Ex-Frau des Kiss-Gitarristen Tommy Thayer. Das sind eben Geschichten, die nur das Rock'n'Roll-Leben so schreibt. Jetzt wollte ich natürlich wissen, wo sich die beiden kennengelernt haben. War es auf einer Party? It's a very strange story. I mean, I actually literally bumped into her with my guitar still on, coming off stage with Billy Gibbons and Nancy Wilson and Warren Haynes, George Thorogood, and we were doing a tribute to the veterans in San Diego. And she just happened to be there. I walked her. I knew her ex-husband. We had met before. We ran into each other and boom, we were both free. And it clicked, and we've been together for over a year. And she brought light into my life that I forgot I had. Was für eine Love Story. Da geht einem doch das Herz auf. Aber sprechen wir wieder über die Musik. Welche Platten hört er denn aktuell privat gerne, wollte ich wissen. I have a tendency to listen to, like, music from my childhood. Been listening to Steely Dan a lot lately. I mean, they were like, they're a desert island band, like Beatles, Steely Dan, and, you know, Heart. Soulful stuff that really influenced the way I listen to music, you know, people like that. All the musicians that played on those records and stuff like such brilliance. I like that stuff. Some people like it raw and, you know, banging guitars against walls. I mean, no one loves a loud guitar like me, but you know, I like to have some music in there too. Auch wenn Luke seine 60er Alterslinie längst überschritten hat, musikalisch war er immer auch bei jungen Künstlern am Start. Daher stellt sich ja die Frage, ob er das aktuelle Musikgeschehen in den USA verfolgt. Hier wollte ich mit ihm über eine meiner Neuentdeckungen der letzten Wochen sprechen. Livara, die Band von Luke's Own Trevor, die ich euch sicher auch bald vorstelle. Ein geiles neues Rock-Trio aus L.A., die bisher 3 moderne Rockhymnen auf Spotify rausgelassen haben.
My son's band. Yeah, they're great. I'm so proud of him, man. He's such a great songwriter and producer. I mean, I'm really proud of him. I really, I mean, they got the goods, man. I hope they go far. I mean, what can I say, man? It's a hard business. But he's got what it takes. Von Treff, wie er in Kurzform heißt, gab es vor Weihnachten auch die Bekanntmachung seiner Verlobung mit Madison Kane, der Tochter des Journey-Keyboarders Jonathan Kane, unter anderem Songwriter von Don't Stop Believin'. Steht uns vielleicht hier ein Toto Journey Baby ins Haus? Well, you never know, man. You know, life is strange. I've known Jonathan since I was 18 years old, 19 years old. Doing sessions, I played on his first solo album that never came out, and before he was in the Babies or Journey. And so we've known each other a long time. She's a beautiful, wonderful woman, and I'm very proud of them both. So, nach so vielen privaten Themen wollte ich dann endlich zum Punkt kommen. Wie ist die aktuelle Sachlage bei Toto? Die Band wollte sich ja nach der großen Konzertreise 40 Tours Around the Sun offiziell auflösen. Danach gab es intern unschöne Rechtsstreitigkeiten um den Bandnamen. Doch Luke und Joseph Williams haben Ende 2020 angekündigt, dass sie wieder weitermachen. We do have a new version. We have the 15th version of Toto. 1-5. Unbelievable. And Joe and I are the last two guys that are, you know, that want to still work. Still want to go on the road and keep the legacy alive, keep the music alive, and then play our solo stuff too. We got this great, incredible new band. And, you know, there's been so many, you know, lives of this band. It's like, I won't let her die. I won't let her die. I put my whole life into this, you know? I just believe I'm a musician. I'm 63 years old. What the fuck am I supposed to do? Im letzten November gab es ja bereits einen Livestream. Für den Sommer sind eine Reihe von Konzerten in Europa, auch in Deutschland, angekündigt. Ob die jedoch wie geplant stattfinden können oder nochmal verschoben werden, weiß man im Moment natürlich nicht. Aber um schon mal den Mund wässrig zu bekommen, was darf man denn überhaupt erwarten? That's the plan. The plan is to do all the big hits that everyone wants to hear and then deep cuts, you know, our favorite tracks and then throwing Joe's solo tracks, my solo tracks. It'll be an interesting new spice to the new Toto engine. Toto is really the music, not just it's an entity. You know, it's the music is the band. You know, and great musicians come in and play the music. It sounds good, and there's been many different interpretations of the band. And me and Joe are the only guys left that want to go on the road and play and create music. I mean, David's working on an EP right now. I hear Steve's working on stuff. You know, I mean, I hope everybody's well. But David, Joe, and I, you know, stand on the Toto side of things, you know, just to keep the legacy of the music going, you know. I'm not trying to, it's not 1978, it's not 1980, it's not 1990, 2000, 2010. I mean, what the hell? We can keep going. I never thought this was going to keep going 45 years later. You know, we're heading towards 50. That's a scary thought. It's a scary thought, man. It's like, wow. Ich habe da mal so richtig Bock drauf. An dieser Stelle kann ich es euch ja auch endlich sagen. Irgendwie waren Toto nie ganz oben auf meinem Zettel. Aber auch nur, weil ich mich nie so richtig damit beschäftigt hatte. Klar, ich kenne die Hits, habe sie auch zweimal gesehen und fand das jeweils gut. Aber jetzt, auch in Vorbereitung auf diesen Talk, bin ich tiefer eingestiegen in die Diskografie und auch in die Person Steve Lukather. Nach über 40 Jahren bin ich dann doch Fan geworden. Wie geht's jetzt weiter, wollte ich wissen. Wandering around my house with, I'm like a captain without a ship. I have nowhere to go. And I'm like, you know, I'm all, got the records out, everything's going, people seem to like it, and everything's going really well, and everything is, and now what? You know, Toto has a live stream DVD coming out in the summer due to popular demand. I mean, people really want to hear it. And then, so we made a companion DVD with Paige, me and Joe and all the new guys and everybody explaining why and how and what's going on and why we're moving forward. We're moving forward just to keep the music alive. There's nobody left to keep the music alive. Me and Joe are the only guys that like to go on the road and can medically and or from the heart want to go. Some guys just hate the road. And we had to change the business of the band because, you know, we went through lawsuits and all this stuff and we had to come through the ashes and come out, rise like a phoenix, if you will. And so Joe and I had solo records out and we were going to tour together anyway. So we said, David worked on both records. He says, it's called Toto, man. The promoters and the agents are like,
look, as long as you and Joe are standing out in front and you're playing the songs right with great musicians, and they are great musicians, you know, Spud from Snarky Puppy, John Pierce from Huey Lewis's band, studio guy, my first friend in life, and Steve Majora plays second keyboards and sings all the high parts better than anybody ever has. Life goes on. I'm 63. I don't want to quit yet. I tried a year of retirement. I hate it. Zum Schluss wurde es dann noch einmal etwas persönlicher. Ein ganz enger Freund von Luke war der im letzten Jahr verstorbene Eddie Van Halen. Beide kannten sich über 40 Jahre. Beide spielten die Gitarrenparts auf Michael Jacksons Mega-Hit Beat It. Steve die prägende Riffmelodie und Eddie das weltbekannte Solo. Wie erinnerte sich jetzt ein halbes Jahr später an seinen Freund? Hier wurde es nochmal ganz emotional. My brothers, I miss Eddie. I took that one real hard. You know, there's a big hole where he... You know, kept our last text, which was nothing but love. I just love that man. We've been friends for over 40 years, man. We were more than just guitar buddies, you know. I care for him and his family. I'm really proud of Wolf and his new single and his band. And Alex and I talk often, you know. I love him. I love all the guys in the band, Sammy, Mike, you know. I'm Switzerland. I have my own band problems, believe me. I don't need to get anybody else's. I've lost a lot of friends in the last few years, man. Best friends. And then realizing that this is the circle of life. So I better have a good fucking time, huh? Da kommt doch der pure Optimismus durch. Und so übergebe ich ihm das Schlusswort. Wie ist denn der Plan für die kommenden Wochen? Go back on the road. Can I go back and play in front of everybody again, please? That'd be nice. We're locked and loaded. We keep having plans. They keep getting changed. I'm with Ringo's band. Same, you know? So we carry on, man. We all gotta live through this shit. I don't know what's gonna happen next. Wenn euch diese Episode gefallen hat, folgt doch gerne meinen Stories um Rockstars und ihren Geschichten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Ihr bekommt das Ganze als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube oder dem Podcast-Portal von Google. Hört euch dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzählt es euren Freunden und teilt die frohe Kunde auf Social Media. Folgt mir doch auch gerne bei Facebook und Instagram, da findet ihr mich unter The Blog of Rock und ihr bekommt weitere Fotos und Videos zu den Episoden. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!